Ich war ja oft Gast bei den Militärparaden der Alliierten. Ich bin ja groß geworden mit den Amerikanern im amerikanischen Sektor, bin groß geworden mit Bürgern, bin groß geworden mit Panzerfahren. Die Amerikaner waren damals meine Freunde, unantastbar, jemals in meinem, auch nicht in Frage stellend, was politisch und alles Mögliche ist, bin ich ja groß geworden mit den Ice Cream, Burger und all das, Flughafen Tempelhof, ja. Dann Militärparade, Deutschen, Franzosen, Engländer, ja, mit denen auch im Manöver gewesen bei der Polizei. Und dann immer dieses Brandenburger Tor. Du hast ja, warst ja vorher schon sehr weit abgeschottet. Und mein Traum war dann immer, da mal durchzufahren. Weil ich sage, Mann, ey, das war immer schon mein Wunsch. Und es gibt ein Mädel, uns verbindet nicht viel, uns verbindet Freundschaft. Aber ich hatte einen 57er Käfer mit so einem Rolldach und mit der bin ich, wir waren aus und ich fand die total toll. Und bin mit ihr gefahren und wir kamen von unter den Linden und ich habe unter dem Brandenburger Tor direkt angehalten und habe gesagt, jetzt mache ich etwas, das wirst du nie vergessen. Und habe sie geküsst. Und immer wenn ich sie sehe, sagt sie, ey, verdammt nochmal, ja. Immer wenn ich dieses scheiß Brandenburger Tor sehe, muss ich echt an dich denken. Und ich so, schacke. Das war es auch. Also wir sind nie zusammengekommen, großartig, aber das Ding, diesen Punkt habe ich gesetzt, ja, dieses angelegt. So. Ja, war eine tolle Sache. Als ich dann das erste Mal drüben war, musste ich ja dann noch, da hatte ich einen Zahnarzt aus Hamburg zu Gast und da mussten wir ja noch Ausweise richtig abgeben. Das war so dieses Mischding. Und wir sind da rübergegangen und es war ein bisschen wie, ja, wir kamen uns ein bisschen vor, als wenn wir einen Zoo besuchen. Also, ja. So mal ein bisschen gucken. Also als wenn, eigentlich kamen wir uns, ich glaube, so wie die Amerikaner sich vorgaben, als wenn dann so, ja, mal gucken, was wir so erobert haben, weißt du, was gehört denn jetzt uns? Also nicht die besten und nicht die positivsten Gedanken und ich habe die mit Sicherheit auch nicht als gleichwertig angesehen, sondern es war halt, wenn du groß wirst mit jemandem, der als Feind und sich auch dir gegenüber ja als Feind verhält, also du kannst ja nichts anderes sagen, die Grenzer, wenn du, wir sind ja oft genug zu Tanzturnieren rübergefahren und auch sonst, weil es dann schon beim Kickboxen war, sind wir auch zu Vergleichskämpfen irgendwo gefahren. Wenn du dann im Zug saßt und dann sind die durchgekommen mit dieser komischen Tasche, die sie dann da aufgemacht haben, wo dir dann da irgendwie das Geld unter diesen Stempel und alles umgeht. Die haben ja alle gesächselt. Ich weiß ja auch nicht, und hatten alle diese Riesenbrillen und weißt du, dieses Paradebeispiel. Boah, den Tag, alles wäre, das war ja, ey, das war ja, ich weiß ja nicht, wo die jetzt auch alle sind, aber sie sind ja alle weg. Aber das war ja echt krass. Ja, das ist ja, das war ja dein Beispiel eines ostdeutschen Grenzbeamten. Das war der Feind. So. Ist ja auch in der Schule immer darauf hingearbeitet worden. So ist das und geb acht. Als ich bin mit der Schule, haben wir einen Schulausflug gemacht. Und in der, wer wird rausgeholt? Von 30 Leuten, wer wird rausgeholt? Ich. Verhörzimmer und die wussten ganz genau, dass ich mich bei der Polizei beworben habe. Und was auch richtig krass war, dass die meinem Opa zur Beförderung gratuliert haben. Das wusste der noch nicht mal selber. Ich war dann auch später beim Staatsschutz, habe dann meine Aussage auch darüber gemacht, aber das waren so meine Sachen. So, wo sollen da also positive Vibes herkommen? Kommen einfach nicht.